Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute in Rheinland-Pfalz unterwegs, und zwar auf dem Prädikatswanderweg Preußensteig. Dieser Steig hat etwa 27 Kilometer, und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann kommt einfach mit.
Nach etwa 1,5 Kilometer, da sind wir auch schon wieder am Auto. Wie hat uns die Tour gefallen? Naja, die erste Teilstrecke, die war richtig top, mit den schönen Aussichten weit ins Kusler Land. Das hat uns gefallen. Und Highlight dieser ersten Teilstrecke war die Burg Lichtenberg sowie der Herzer Berg. Da oben war eine grandiose Aussicht. Leider konnte ich das nicht so zeigen, denn da oben waren doch einige Menschenmassen. Schade. Aber geht doch den Weg einfach selbst. Aber lasst dann lieber die zweite Teilstrecke weg, denn da läuft man viel im Wald und irgendwann ist es etwas öde durch die breiten Wege. Hat uns jetzt nicht so gefallen. Naja, wir sind ja gleich am Auto. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Was Marco mal wieder im Fazit vergessen hat, ist, Jens zu grüßen. Das ist seine Arbeitskollegen, die mir in dem Ort, an dem wir gestartet sind, auch getroffen haben. Ciao. Ciao. In Rheinland-Pfalz wieder unterwegs und wir gehen. Die erste Teilstrecke, die war richtig schön mit den schönen weiten Ausblicken. Schön und schön. Highlights dieser Tour war auf jeden Fall die Aussicht der. Was Marco mal wieder im Fazit vergessen hat.